Jo, hey Leute, ich bin's mal wieder. Ja, ich weiß noch nicht genau, wie lang dieses Video werden wird. Ich weiß auch gar nicht, wie ich das zusammenschneiden werde. Ich filme jetzt einfach nur mal randommäßig so ein bisschen hier in dem Land, wie ich hier, die Roby Street, die eine ziemlich große Straße ist, ehrlich gesagt, ihr werdet es gleich auch noch sehen, entlang laufe Richtung Downtown. Ich könnte hier auch durch die Commons laufen, also durch den Park, den ich euch schon im letzten Video gezeigt habe, weil ich glaube, im Video davor war es ja. Könnte ich alles machen, aber irgendwie habe ich keinen Bock, da jetzt entlang zu laufen. Da bin ich zwar kürzer, also ist der Weg zwar kürzer, aber irgendwie habe ich keine wirkliche Lust drauf. Und ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, was ich filme oder was ich sagen soll. Ich filme jetzt einfach nur mal so ein bisschen und schaue, wie gesagt, demnächst, wie ich das dann zusammenschneide. Weil ehrlich gesagt, ich fühle mich ziemlich radikal einsam, weißt du. Die letzten Tage waren wirklich sehr, sehr hart. Und es war nicht nur der Druck in der Küche, der enorm gewesen ist. Gestern war es insane, gestern war total verrückt. Ja? Aber ich muss einfach ein bisschen so künstlichen Kontakt erzeugen zu irgendwelchen Menschen, weil, ey, das fuckt dich so ab, wenn du so ein sozialer Mensch bist wie ich, ja, und du musst hier irgendwie alleine unterwegs sein, weil kein Schwein sich um dich kümmert. Die Leute blocken alle die ganze Zeit nur. Das ist so zum Kotzen, Mann. Das ist einfach nur so zum Kotzen. Dating ist hier genauso schlimm, weißt du? Du kommst überhaupt nicht richtig in Kontakt. Ich hatte jetzt schon 4 oder 5 Nummern bekommen von irgendwelchen Frauen, ja, alle angerufen. Ich sag dir ganz ehrlich, da kommt nicht zurück. Die eine hatte mir vorgestern gesagt gehabt, ja, eigentlich kein Problem, aber du bist ja ein Tourist und mit Touristen will ich nicht reden. Weißt du, so diese enorme Blockade halt von vornherein, nur weil du jetzt nicht wirklich aus dieser Region hier kommst. Ach, das ist so krass. Ja, das ist so krass. Jetzt hat mir mein anderer Roommate, wenn ich mal irgendjemand zum Sprechen habe, der hat mir gesagt, ja, lade hier 2 Apps runter, weil es gibt irgendwie kaum noch Real-Life-Interactions hier in diesem Land. Also, dass du quasi überhaupt nicht mehr einfach so mit den Leuten kommunizieren kannst. Du musst dich quasi über Tinder und Poff anmelden. Ja, Poff ist auch so eine zweite Dating-App. Ja, und da kannst du dann halt Leute treffen. Vorwiegend natürlich die des anderen Geschlechts jeweils. Ja. Aber was sollst du machen, Mann? Es ist hart, ja. Das Zeitmanagement ist verdammt hart. Ich habe jetzt zwei, dreimal Essen wegschmeißen müssen, obwohl ich es vorgekocht hatte. Einfach nur deswegen, weil du einfach sonst nicht mit der Zeit richtig klarkommst. Entweder hast du keine Zeit zum Kochen oder du hast keine Zeit zum Essen. Ich habe jetzt wieder mal vorgekocht. Mal sehen, was genau passiert. Ob ich das wegschmeißen muss, ich hoffe nicht. Ich denke auch nicht, weil ich heute noch nichts gegessen habe. Ich habe also relativ viel Hunger. Ja, was sollen wir machen, Mann? Ja, so ist das, Alter. Ist wirklich hart. Ich laufe, wie gesagt, entlang heute. Day off, wie gesagt, muss man auch mal haben. Gerade nach dem Horrortag von gestern. Im Übrigen, was ich gedacht habe, dass ich die 5 Stunden von meinem ersten Arbeitstag bezahlt bekommen würde, habe ich nicht bezahlt bekommen, werde ich auch nicht bezahlt bekommen. Ansonsten müsste ich Theater machen und dann fliege ich sowieso raus. Ich habe jetzt anstatt 22 Stunden jetzt nur 15 Stunden angerechnet bekommen. Ist natürlich schon hart, ja, gut, klar, sind deutlich über 100 Dollar, kannst ja mal ausrechnen, 15 mal 12, wie viel das sind, ist in Ordnung, besser als gar nichts, aber jeden Tag gehst du hier einkaufen und ich werde euch natürlich auch nochmal in einem Video zeigen, wie viel du hier wirklich täglich einkaufen musst, selbst wenn du nur kleinste Dinge holst, ja, selbst wenn du wirklich nur die allerkleinsten Dinge holst. Du musst ja auf jeden Fall viel einkaufen. So sieht übrigens die Kreuzung aus zur Coxwell Street. Das ist die, die quasi direkt Downtown führt. Wenn man hier von der Quinpool Road kommt, einfach weiter über die Coxwell, dann kommst du direkt zur Downtown. Ich gehe aber weiter die Roby hier entlang. Ich wohne ja auf Roby 2000 irgendwas. Schlag mich tot. Und ich gehe jetzt die Tausender runter sozusagen. Ja, dann kommen wir nachher zur Spring Garden Road. Die ist eine ziemlich coole Straße, ehrlich gesagt, die hat so eine gewisse Vibe. Gefällt mir ziemlich gut. Ja, gefällt mir ziemlich gut, aber wir werden dann halt sehen, was sich heute so ergibt. Ich werde mir gleich erstmal einen Kaffee bei Tim Hortons holen. Hab ziemlich Bock drauf, weil der Instant-Kaffee ist erstens bald wieder alle und zweitens schmeckt er auch kaum. Und selbst mein Coffee-Whitener, mein Kaffeeweißer ist total für den Arsch, der ist viel zu, wie soll ich sagen, ja, der macht den Kaffee irgendwie viel zu sämig und das schmeckt nicht wirklich gut, ja.
Und ich habe auch keinen Bock mehr, jetzt einen Löffel zu kaufen, ehrlich gesagt. Weil der Löffel kostet auch schon wieder Geld. Ich wollte mir mal ein Glas holen oder eine Tasse, aber findest du hier erstens nicht. Da musst du irgendwie in so einen, sag mal schnell, in so einen, wie heißen die Dinger eigentlich, mein Gott. Ja, du musst in so ein Möbelgeschäft gehen, damit du dir Gläser holen kannst. Ansonsten kriegst du nur Pappbecher hier aus dem Supermarkt und da will ich ehrlich gesagt nicht immer draus trinken. Gestern habe ich mir einen Notizblock geholt für die ganzen Rezepte, weil ich keine Lust habe, dass die mir da tausendmal alles erklären müssen. Die sind gestern schon ausgerastet, nachdem ich glaube 50 Kilo Hack zu Burgern verarbeitet habe. Ja, dann Burger, wie gesagt, draus gemacht habe, dann noch geschnibbelt habe, bis zum geht nicht mehr sauber gemacht habe. Dann sagen die zu mir, ja, bring mir all die Soßen, füll die ganzen Soßenbecher wieder auf, aber alle sind nicht gelabelt. Woher soll ich wissen, wo die ganzen Soßen sind? Ja, dann habe ich gestern noch beim Frittieren geholfen, wir hatten übertriebene Rush Hour, da gingen wirklich 3 Gerichte pro Minute raus. Da war schon sehr, sehr schlimm gestern auf jeden Fall. Also gestern habe ich auch gemerkt, ich bin richtig runtergekommen. Vor allen Dingen 40 Grad in der Scheißküche. Ich habe die 1,5 Liter ganz schnell weggetrunken, ich glaube in 5 Minuten oder so. Ich war mega durstig, extrem dehydriert, bin kaum klargekommen gestern. Ich habe aber trotzdem noch ein bisschen was gemacht. Hab da natürlich ordentlich einen dran bekommen, weil ich halt der Neue bin. Am Ende haben sie gesagt, ja, kennst ja den Umgangston, ist nicht so schlimm. Hast ja gar nicht so schlecht gemacht, aber wir waren halt unterbesetzt und das waren wir auch. Wir waren gestern nur zu zweit bzw. zu dritt, sonst sind wir normalerweise zu 6 Leuten. Ja, und dann zum Schluss nur mit 2 Mann die Küche sauber. Man hat auch wieder 2,5 Stunden gedauert, obwohl wir vorher einen Tag vorher eine Grundreinigung gemacht haben, aber die Küche war total misshandelt, musste auf jeden Fall ordentlich gereinigt werden. Ich habe gestern ursprünglich nur 5 Stunden machen sollen, habe dann 10 gemacht. Ja, jetzt habe ich wenigstens meine Login-Number, kann mich also einloggen und ausloggen. Ja, und wir werden dann am besten einfach mal sehen, was sich so wie gesagt ergibt. Hier, das ist die, ich weiß gar nicht, ob die Cedar oder Cheddar Street genannt wird. Ich denke wahrscheinlich eher Cheddar, weil das dem Käse gleich kommt von der Schreibweise. Und hier seht ihr halt eben diese typischen Häuser, die mich halt immer noch begeistern, auch wenn die ziemlich heruntergekommen sind, weil das ist hier das ärmere Viertel, sage ich mal, der Robie Street und generell das ganze North End ist extrem heruntergekommen und die Armut ist extrem erschreckend, aber was willst du machen, ja? Ja, und ihr seht ja, also man kann ja schon wirklich auf einer Straße relativ lange laufen, alles sehr weitläufig, aber ja, ich laufe halt mal, weil was soll ich sonst machen, Freunde? Ja, du bist hier wirklich ganz alleine, Mann, und ja, alle Leute, die du kennengelernt hast, sind weitergezogen. Das ist wirklich so eine Sache, Freunde, da müsst ihr euch drauf einstellen, wenn ihr dieses Programm macht, ja. Du lernst Leute kennen und die Leute, die du kennenlernst, die lernst du für ein paar Tage kennen, wenn überhaupt, und dann sind die weg. Völlig unabhängig davon, ob du die Leute magst oder ob du die Leute nicht magst, ja. Die Leute kommen und gehen, Schall und Rauch, aber wirklich vom Allerfeinsten. Das ist nicht ganz einfach. Es kommt drauf an, wie sozial du bist, ob du mehr asozial leben willst oder mehr sozial leben willst, ja, aber wenn du halt lieber sozial lebst, so wie ich, dann ist das nicht immer ganz einfach. Und Dankeschön, dass du mir die Vorfahrt genommen hast. Die Ampel hat noch geblinkt, das heißt, ich konnte noch laufen, ja, aber okay. Ne? Also Leute, stellt euch darauf ein, dass ihr viele Menschen kennenlernen werdet, unterschiedlichster Nationen, die meisten allerdings Deutsche, ja, und dass aber viel auch wieder gehen. Versucht euch nicht zu sehr an irgendwelche Leute zu binden oder, sag ich mal, dass ihr zu sehr versucht, mit Leuten den Kontakt halten zu wollen, weil am Ende seid ihr die gearschten Leute, weil die Leute machen ja alle das, was sie wollen. Ja? Es ist irgendwie total krass, obwohl die Leute aus Deutschland kommen, alle haben sich mehr diese Mentalität hier zu eigen gemacht, nach mir die Sinnflut. Ja? Zum Beispiel auch mit dieser einen Ingrid, zu der ich jetzt gegangen bin, die hatte hier am Farmers Market in Halifax einen kleinen Stand gehabt. Das ist diese Deutsche, bei der ich ursprünglich meinen Trip anfangen wollte. Ich habe dann irgendwie es geschafft, mit ihr telefonisch Kontakt aufzunehmen.
Und sie hat dann auch gesagt, ja, du kannst ja sofort kommen. Und dann habe ich gesagt, nein, ich kann nicht kommen. Ich habe jetzt hier noch 2, 3 Deutsche, die ich noch in Halifax habe. Die gehen in ein paar Tagen weg. Die wollte ich natürlich noch sehen, weil die in meinem Alter waren. Ja, und genau das meine ich, weißt du. Ich wollte unbedingt den Kontakt halten. Es hat nichts gebracht, weil die Leute gehen. Die Leute gehen einfach, Mann. Und das macht dich nach einer Zeit einfach so, bringt dich so runter. Und dann habe ich ihr gesagt, ja, sorry Ingrid, Mann, schade, dass das vorher nicht geklappt hat. Bla, bla, bla. Habe ihr so ein bisschen, wie soll ich sagen, Honig um die Schnute geschmiert, weil im Prinzip war sie es in Schuld gewesen. Sie hätte mich von Anfang an haben können, aber sie war nicht zuverlässig gewesen. Scheiß drauf. Wir kommen ja auch so klar, wie man sieht. Ja. Und ja, ich bin dann da hingegangen zum Farmers Market, hab mit ihr gesprochen, völlig desinteressiert, weil ich ihr nicht gefolgt bin und ihr nicht gesagt habe, ich gehe jetzt sofort mit dir mit. Ich glaube, wo wohnt die? In Hubbard? Ich glaube, in Hubbard wohnt die, ja. In Hubbard, ich fahre jetzt nicht mit zu dir mit nach Hubbard und wohne dann bei dir und helfe dir aus, weil ich jetzt hier einen Job bekommen habe. Das hat sie halt so ein bisschen, denke ich mal, abgefuckt, ja. Aber was willst du machen? Ja, wer zu spät kommt, Mann, der kommt zu spät. Du kannst da nichts machen. Ja? Du hast ja auch ein eigenes Leben. Die anderen Leute interessieren sich einen Scheiß für dich. Ich bin der Frau 3 Monate hinterhergelaufen, um nur eine Antwort zu erfahren, ob sie Platz und Zeit und Lust hat, dass ich ihr bei sich da zu Hause helfe oder in der Bäckerei helfe. Und du siehst ja. Ja, du siehst ja, wie es ist. Ich habe gesagt, wir bleiben in Kontakt und wahrscheinlich werden wir das auch irgendwie, vielleicht aber auch nicht. Ja, weil wie gesagt, Leute, ihr dürft euch nicht an die Leute irgendwie binden, schon mal gar nicht irgendwie emotional. Und das fällt manchmal mir gerade auch sehr schwer, wenn ich irgendwo alleine unterwegs bin. Weißt du, ich bin ja da, um Menschen kennenzulernen. Ich bin ja hier hingekommen, weil ich Bock hatte, Leute kennenzulernen. Ich bin ja hier hingekommen, weil ich keinen Bock hatte, dass die Leute irgendwie, sag ich mal, Vorurteile haben wegen der ganzen Flüchtlingsscheiße wie in Deutschland. Aber man, hier ist es echt nicht besser, ja? Hier ist es echt nicht besser. Ich warte jetzt echt noch auf den Tag ab, dass ich hier mal wirklich irgendjemanden finde, mit dem ich richtig, sag ich mal, guten Kontakt habe, mit dem wir gemeinsam was unternehmen, ja? Und nicht immer nur die Scheiße auf Poff und Tinder. Ich habe so viele jetzt schon angeschrieben auf Poff und Tinder. Für manche Dinge musst du bezahlen, da habe ich dann schon wieder keine Lust drauf, ja? Ja, was willst du machen, Mann? Hier gibt es keine Verlässlichkeit. Das ist, kannst du absolut vergessen. So, und jetzt ist hier gleich die Spring Garden Road. Da gehen wir jetzt gleich entlang. Ist vielleicht auch mal ein ganz interessantes Video, einfach nur mal zu sehen, wie jemand hier durch die Stadt läuft. So ein bisschen, sage ich mal, ja, die Aussicht genießt. Weil es ist immer noch das Gleiche, weißt du, die Natur und alles gefällt mir so mega geil. Ja, selbst innerhalb dieser Stadt gefällt mir alles richtig toll. Aber das ist es auch bisher, weißt du? Und das ist das Schlimme daran. Man hat es sich ganz anders vorgestellt. Das ist echt übel. Ich hoffe, es wird noch besser. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Das Visum geht ja noch, ja, im Prinzip 11 Monate. Ich muss zwar nach 10 Monaten zurück, weil nach 9 Monaten zurück, weil dann meine Krankenversicherung nicht mehr gültig ist. Könnte die theoretisch zwar nochmal um 1, 2 Monate verlängern. Aber ich weiß nicht, wozu verlängern, wenn es so bleibt, weißt du? Wenn es nicht so bleibt, ist es gut. Jetzt hat man ja zumindest schon mal den Job. Ich hoffe, ich kann ihn behalten. Ich hoffe nicht, dass jetzt die Erwartungen immer krasser werden und immer krasser von Tag zu Tag. Ich gebe mir ja selbst schon extrem viel Mühe. Ja, reiß mir den Arsch 3-mal auf. Aber man muss natürlich auch echt bedenken, und ich hoffe, die Leute bedenken das, dass du natürlich ja, kein gelernter Koch bist, ja. Ich meine, die 12 Euro bringe ich, oder die 12 Dollar bringe ich auf jeden Fall rein. Ob ich mehr reinbringe pro Stunde, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ja, manchmal machst du sogar viel mehr. So die ersten 2 Tage habe ich auf jeden Fall mehr gemacht für meine 12 Dollar die Stunde. Da habe ich auf jeden Fall mehr reingebracht. Gestern wahrscheinlich nicht, aber gestern war ich zu kaputt. Mir haben die ganzen Muskeln wehgetan, die Arme waren geschwollen, alles. Die Finger konnte ich nicht mehr richtig bewegen. Ich habe gedacht, ich hätte Gicht oder so eine Scheiße. Ja? Ja, und hier wird schön gearbeitet, wie man sieht. Irgendwas wird hier erneuert. Ja, und hier sind dann so ein paar Leute, Freunde. Wenn man dann halt schon wieder Richtung Downtown geht, dann sieht man, hier gibt es schon wieder ein paar schickere Wohnungen. Gerade da hinten, das weiße Gebäude.
Das sind also richtige Apartments, wenn man so will. Das sind Leute, die sich richtige eigene Wohnungen leisten können. Ja, also man merkt ja schon so, die Leute, die wirklich Knete haben, die sind auf jeden Fall mehr Richtung Downtown positioniert, was das mit dem Wohnen angeht. Ja? Kann ich aber auch verstehen, würde ich genauso machen. Ich hätte auch keinen Bock, im North End die ganze Zeit zu bleiben und mir da, sag ich mal, mich anbetteln lassen zu müssen für eine Zigarette. Ja? 2-3 Mal kam das gleiche Mädchen, hat mich um eine Zigarette angefleht. Was willst du machen, Mann, Alter? Ich kann dir sagen, ey, das ist so heftig. Ja. Und so sieht es quasi von vorne aus, wenn man jetzt hier mal weitergeht, die Spring Garden Road. Ja, die Kreuzung da hinten ist die Spring Garden mit der Summer. Und da sind dann auch die Public Gardens. Das ist quasi, wenn man so möchte, ja, ja, öffentlicher Garten, öffentlicher Park. Ja, und hier wohnen quasi die Schickimicki-Leute, die sich ein bisschen mehr leisten können, als nur die Scheiße von anderen Leuten in der Wohnung wegmachen zu müssen. Oh mein, ey, ich hatte schon 3-4 Verstopfungen gehabt wegen anderen Leuten, weil die 3-4 Mal auf den Pott gehen und schmeißen so viel Toilettenpapier da rein, vielleicht auch noch ein bisschen die ganz normalen, ja, Paper Towels, also Küchenpapiere. Ja, ich weiß nicht, Mann, ey. Mann, ey. Was willst du machen, ja? Was willst du machen? Gleich erstmal schön Tim Hortons, vielleicht setze ich mich an die Library. Ich habe ja euch auch gezeigt, dass die Library ja, an der Spring Garden Road ist. Ich weiß gar nicht, wie die andere Kreuzung heißt, kurz vor der Barrington Street. Barrington ist eigentlich eine coole Straße. Da habe ich auch einen Feministenladen gesehen, wo sie Dildos verkaufen und Schwanzlutscher. Also wer auf sowas steht, der kann sich das gerne holen. Ich bin da reingegangen, weil ich gedacht hätte, weil die da nämlich so Bücher im Schaufenster gehabt haben, sie würden auch Notizblöcke verkaufen. Aber Notizblöcke kannst du hier nur im sogenannten Art Supply Store kaufen. Also im Kunstangebotswarenhandel, wie auch immer. Alles so ganz komische Namen. Ja, und jetzt sind wir hier schon an der Kreuzung Spring Garden Summer Street. Und ja, das sind hier die Public Gardens. Also da kannst du gleich reingehen, wenn du so willst. Und ja, dann will ich einfach mal sagen, schauen wir mal, was sich dann da so ergibt. Na, also ich gehe mal vielleicht kurz mit euch da rein, um euch mal so ein bisschen zu zeigen. Ja, die Summer Street ist auch eine schöne Allee, ehrlich gesagt. Manchmal nehme ich auch die, um nach Hause zu laufen. Ja, je nachdem. So, und hier sind sie dann, unsere Public Gardens. Da kann man vielleicht mal reingehen. Ja, alles ist verboten. Rauchen ist verboten. Alles ist verboten, kennt man ja. Da muss man auch einen Scheiß manchmal drauf geben. Wirklich, sonst dreht man hier komplett ab Rad, ey, ohne Witz. Hier kannst du auch manchmal hübsche Mädels treffen. Ich habe jetzt zum Beispiel mit einer Latina gesprochen gehabt, die allerdings verheiratet ist. Und das kleine Eichhörnchen muss man ja dann doch mal fotografieren. Ja. Ja. Ja, die Latinas sind natürlich ein bisschen offenherziger, aber das ist ja auch nicht wirklich verwunderlich. Ich denke, das konnte man auch irgendwie erwarten. Oh, süß, ne? Also Eichhörnchen liebe ich total. Ja. Ach Mann, Alter, wenn du dir überlegst, du musst jetzt 10 Monate bleiben, ja, und du triffst nur auf Leute, die blocken. Sie hat selber zu mir gesagt, die Leute blocken total hier. Das ist so heftig. Ja, so was der Bauer nicht kennt, das ist ihm fremd. Aber hier stimmt das wirklich. Jetzt hat mir mein indischer Roommate gesagt, es gibt hier Universitäten. Da kann man hingehen und da bieten Studentinnen ihren Körper gegen Bezahlung an, weil die sich ihre Unterkunft finanzieren müssen. Boah, Alter, ey, dieses Land ist so geschockt, ey. Und ist ein Schocker, ja. Wer hätte gedacht, dass in Kanada Frauen ihren Körper hergeben müssen, ja, damit sie sich eine Unterkunft leisten können, ja. Aber ganz ehrlich, wenn ich mir die Story anhöre, die er mir gesagt hat von seiner Freundin, ja, dann sage ich ganz ehrlich, bezahle ich lieber die $80, ja, und habe meinen Spaß mit so einer Frau, als dass ich da mir hier irgendeine Behinderte auf Poff oder Tinder hole, die mir für $120, wie in seinem Fall, Lebensmittel aus dem Kühlschrank frisst, ja, sich einfach bei ihm in die Wohnung reinschleicht, Handy
komplett benutzt, um Sachen downzuladen oder um SMS zu verschicken, auch nochmal $200 dafür verprasst. Und als er dann seinen Mund aufgemacht hat, da hat sie ihm gedroht und hat ihm gesagt, pass auf, wenn du deinen Mund nochmal aufmachst, dann werde ich allen Mädels hier erzählen, was du für ein unanständiger und, wie soll ich sagen, ungeduldiger Mann bist. Und dann weißt du ja, dass dann viele an dir das Interesse verlieren werden. Ja, und er hat mir ganz klar gesagt, so hier musst du als Mann deinen Stolz runterschlucken, wenn du flachgelegt werden willst. Ich teile zwar nicht seine Ansicht, aber ich kann mir gut vorstellen, wenn du hier jetzt so wie er schon 2-3 Jahre lebst. Ja, und er will halt, wie gesagt, nicht immer nur zur Uni gehen. Ich muss ihn fragen, wo das ist, da habe ich nämlich jetzt Interesse dran. Ja, und dann $80 bezahlen, sondern der will in Anführungszeichen eine echte Freundin haben. Dann kann ich mir schon irgendwie vorstellen, weißt du, dass man vielleicht irgendwann dann mal, wenn man hier leben muss, ich weiß nicht, vielleicht einknickt, kann sein. Aber Leute, ganz ehrlich, lasst uns lieber die Aussicht hier genießen, denn wie gesagt, bis auf die Natur, Alter, Mann, das ist so abgefuckt, das ist so ein dritte Weltland, von der Moral oder von der Ethik, wie auch immer, ja, ist unglaublich. Ja, dass da junge Frauen, ich meine, wir kennen es auch in Deutschland, ja, aber dass solche Angebote gemacht werden, aber die gehen meistens von den Kerlen dann aus, die sagen, pass auf, ich gebe dir die Wohnung umsonst, wenn du mit mir vögelst, ja. Aber dass hier die Frauen das teilweise machen müssen, weißt du, das ist schon hart, Alter. Ich meine, klar, du hilfst ihm, wenn du denen die $80 gibst, aber ist natürlich schon erbärmlich, weißt du. Ja, dass man in so einem Land wie Kanada, was angeblich so frei ist und so toll ist und so viele Möglichkeiten bietet, dann auf einmal auf solche Gestalten stößt, die, ja, die dann für Geld, sage ich mal, alles machen, ja. Darum, ich sag dir ganz ehrlich, das Geld ist hier so wichtig. Money is everything, man. It's so fucked up. It's so fucked up. Ja. Ja, gut, Leute, ich habe da jetzt ein Mädel gesehen. Ich spreche die jetzt erstmal an. Wir sprechen uns gleich wieder. Bis dahin. Ja, Leute, ich bin's wieder. Ja, Jessica war eine hübsche Blonde. Erinnert mich auf jeden Fall an Deutschland. Ja, nettes Mädchen auf jeden Fall. Vor allen Dingen hat sie nicht so geblockt. Musste sie zwar auch ordentlich weich knüppeln, was hier richtig heftig sein kann. Also, da ist es selbst in Deutschland einfacher. Ja, aber im Prinzip hat sie nicht so geblockt und sie hat mir auch viel erzählt und so. Ja, aber nachdem ich 2-3 Mal nachgebohrt habe und mich vergewissert habe, ist sie tatsächlich vergeben. Ja, Pech halt, was soll's machen. Gut, ja, hier ist die Spring Garden Road nochmal, also damit ihr das Ganze auch euch nochmal vorstellen könnt. Wundert euch nicht, warum da auf dem Gehweg immer so bunte Streifen sind. Das liegt einfach daran, dass man hier an jeder Ecke symbolisieren möchte, dass man halt extrem für die schwule und lesbische Community ist. Ja, also dass man überhaupt nichts damit dagegen hat. Der Pride Day wird hier richtig gefeiert, selbst von Heterosexuellen, was ich wie gesagt ziemlich krass finde, ehrlich gesagt, meiner Meinung nach. Ja, aber so ist es, Freunde, ja. Anderes Land, andere Sitten, Mann, ey, du wirst jeden Tag geschockt. Ist auch ein Punkt, den ich euch auf jeden Fall mit auf den Weg geben muss, ist, Leute, gewöhnt euch dran, dass jeder Tag wirklich radikal anders sein kann von dem Tag vorher. Und wenn ich sage wirklich radikal anders, dann meine ich das auch so. Also ihr müsst euch schon dran gewöhnen, dass ihr jeden Tag heftige Erfahrungen macht, sehr starke Erfahrungen einfach. Die können positiver Natur sein und die können auch negativer Natur sein. Ich hoffe natürlich, bei euch wird es von Anfang an rund laufen, im Gegensatz zu mir. Aber es ist natürlich nicht gesagt und ihr müsst wirklich darauf klarkommen, was ich auch schon gesagt habe mit den Leuten, dass die kommen und gehen, ja, dass Erfahrungen kommen und gehen, dass viele Dinge einfach passieren. Wenn ich jetzt mal so rückblickend nachdenke, ganz ehrlich, ich habe in diesen 1,5 Monaten hier mehr Erfahrungen gemacht als vielleicht in den letzten 6 Jahren daheim, ja, weil zu Hause ist es so, ja, du machst, je nachdem in was für einem Feld oder in was für einer Umgebung du dich aufhältst, besser gesagt, eigentlich immer die gleichen Erfahrungen so, weißt du, du hast da dein Schema drin und ja, das ist es halt, ja, das ist gut zu einem gewissen Teil, auf einer anderen Seite ist es natürlich auch ein bisschen langweilig irgendwann, aber es kann halt wirklich extrem hart werden, das alles verarbeiten zu müssen, weil du musst ja, wenn du Work and Travel machst, arbeiten gehen, du musst dich um alles selbst kümmern und es ist wichtig,
dass du lernst, mit diesem ganzen Scheiß klarzukommen. Weil es gibt viele Dinge, die auf dich einprasseln jeden Tag. Und das ist manchmal schwer, Mann. Das ist manchmal schwer. Ja? Egal, ob es positive oder negative Dinge sind. Es ist echt manchmal nicht einfach. Also gewöhnt euch an all diese ganzen Sachen. Was wirklich herausragend ist an diesem Programm, was ich auch bisher merke, also hier wird dir wirklich Selbstständigkeit gezeigt. Ja? Hier wird dir wirklich gezeigt, was es bedeutet, ein selbstständiges Leben zu führen. Und du wächst auch wirklich, ja? Ob du willst oder nicht. Ja, du wächst wirklich. Ich hab damals ursprünglich gedacht, okay, du kommst ja klar in Deutschland und bla bla bla, kannst dich alleine versorgen. Kann ich auch hier, wie man sieht. Aber man merkt schon, dass es hier deutlich heftiger einfach ist, ja, weil das Land einfach heftiger ist. Und wie gesagt, mit diesem sehr isoliert leben müssen, was auch viele Kanadier im Übrigen müssen, also das betrifft jetzt nicht nur die Ausländer, auch viele Kanadier müssen so leben. Damit muss man auch erstmal klarkommen. Ist nicht ganz einfach. Ja, ist nicht ganz einfach, Freunde. Und ich gehe jetzt mal erstmal hier zum Timmy und hole mir erstmal einen Kaffee. Also bis nachher. So, Leute, ja, ich habe mir hier meinen kleinen Kaffee von Tim Hortons geholt. Hab vorhin auch noch einen Burger. Oh Gott, jetzt habe ich mich bekleckert. Ja, ich habe vorhin auch noch einen Hotdog gegessen. Und bin jetzt hier gerade an so einer Seitenstraße. Also quasi hier, wenn man so möchte, wenn ihr weitergeht, da seht ihr ja auch schon den Kran und alles. War das hohe Gebäude zumindest. Ich versuche es mal so zu drehen, dass ihr es jetzt sehen könnt. Genau. Da hinten beginnt dann quasi so richtig Downtown. Wenn man jetzt hier eine Straße weiter runter gehen würde, die Spring Garden, dann käme man auf die Barrington. Und da sind dann nochmal ein paar mehr Pubs, Restaurants etc. Und die Argyle Street kann ich im Übrigen auch empfehlen. Da gibt es auch nochmal ein paar gute Pubs. Teilweise auch mit einem gehobeneren Niveau. Ja, Deutsch fällt schon manchmal schwer, genau. Sonst weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, was ich euch noch zeigen soll. Ich habe euch jetzt fast alles gezeigt, was wichtig ist. Ich würde mal sagen, bis dahin. Ja, doch nochmal eine Sache, Leute. Und zwar, wenn ihr hier das Wort Donuts lest, dann sind das keine Donuts, sondern das sind dann das, was wir in Deutschland Döner bezeichnen würden. Die sind aber natürlich nicht genauso wie die Döner, die wir kennen, sondern die werden mehr hier gerappt halt nicht eben in so einen Fladen reingepackt, wie wir es halt in Deutschland machen, sondern das Ganze wird halt eben zu so einem Rap halt gedreht und das sind dann halt quasi die nordamerikanischen Döner, wenn man so möchte. Ja, Donuts sind Döner. Ja, und ich sehe gerade, genau das war die Grafton, wo ich vorhin mit euch gesprochen habe und hier ist die Blauer Street. Also wenn man jetzt weiter runter gehen würde, würde man halt immer mehr Richtung Hafen laufen, wie das generell so der Fall ist. Also wenn du vom North End kommst und du läufst halt runter, dann läufst du halt runter zum Hafen, ganz klar, logisch. Und das vielleicht dazu. Hier gibt es ab und zu auch nochmal sozusagen, ja, so halbe Italiener, die hier einem italienische Pizza anbieten wollen. Aber richtig italienisch ist das Ganze überhaupt nicht. Kann man auch nicht wirklich erwarten. Vielleicht zeige ich euch mal kurz die Pubstraßen, wo es Pubs gibt, damit ihr mal so ungefähr einen Eindruck von der Partyszene, wenn ihr so wollt, dann habt. Wie gesagt, viel ist da jetzt nicht. Kann man jetzt nicht vergleichen mit einer Stadt in Deutschland, die jetzt die gleiche Einwohnerzahl hat. Hier fängt es eigentlich schon an. Also nach dem Flipburger kommst du hier in die Argyle Street, wie ich schon gesagt habe. Und dann hast du hier quasi die ganzen Pubs, die jetzt noch nicht so wirklich voll sind. Aber heute Abend geht es dann schon eigentlich ein bisschen mehr los, weil heute Donnerstag ist und das Wochenende beginnt hier eigentlich schon am Donnerstag. Ja. Also du hast hier die paar auf dieser Straßenseite und dann hast du da ganz vorne, wo die Bäume sind, diese kleinen Sträucher da an der Kreuzung, da hast du dann auch nochmal auf der Seite ein paar Pubs. Und es gibt natürlich noch ein paar mehr, aber so das ist quasi die Straße, wo du die meisten Pubs hast. Ja, auf einer Straße wohlgemerkt. Ja, und so sieht's halt aus. Und dann kommen wir wieder dorthin, wo wir auch letztens noch mit der Stadtführerin gewesen sind. Als wir noch nicht wussten, was abgeht. Ja, und
sind dann quasi mitten in Downtown, kann man eigentlich sagen. Jetzt gibt es da noch zwei, drei Straßen, die drunter sind. Das Voltierhaus hier im Übrigen auch sehr krass. 30 Gramm schwarzer Tee für 16 Dollar oder so. Also schon richtig heftig. Ja, und das ist im Prinzip das, was man hier zu der Stadt so gesehen sagen kann. Alles andere müsst ihr dann selber herausfinden, Freunde. Ich denke, ich habe euch viel gezeigt. Jede Ecke kann ich euch auch nicht zeigen. Ja, aber so sieht es halt aus. Da hinten ist, wie gesagt, dann schon die Waterfront. Und ja, das ist Downtown Halifax, Freunde. Also, bis dahin. Ja, Leute, mehr oder weniger wieder an meinem Lieblingsplatz hier am Wasser. Ja, das Wasser sieht echt hammerschön aus. Dafür, dass es direkt am Hafen ist, finde ich es auch noch relativ sauber. Es sieht nicht ganz so sauber aus, wenn du hier jetzt mal seitlich an den Docks vorbeischaust. Da ist dann schon ein bisschen mehr Müll und auch vor allen Dingen viel Seetang, aber das ist ja kein Dreck, das ist ja Natur. Aber ich wollte euch eine Sache nochmal sagen. Übrigens zwei Sachen. Ja. Erstens, da hinten ist Dartmouth, das ist der Vorort von Halifax. Da fährt auch immer die Fähre, wie ihr sehen könnt, mehrmals am Tag rüber, also von Halifax rüber nach Dartmouth und zurück. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, ich will echt nochmal auf eine Sache besonders viel Wert legen, Freunde, und das meine ich wirklich ernst, ohne dass ich ins Detail reingehe, ja. Aber Leute, ja, haltet hier die Leute wirklich auf Abstand, ja, haltet jeden, egal ob der Deutsch ist, ob der Kanadier ist, haltet die Leute auf Abstand, weil am Ende des Tages kann es gut passieren, dass du verletzt wirst, ja, muss ich ganz klar sagen. Und das ist auch meine Erfahrung bisher gewesen, leider. Daher haltet die Leute auf Abstand, lasst die Leute nicht zu sehr an euch heran und versucht auch nicht zu stark, sag ich mal, auf die Leute einzugehen, weil die Leute sind es so gut wie nicht wert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich habe jetzt sogar mit dem kanadischen Roommate gesprochen, der hat sofort gesagt, oh yeah, people are shit, don't care about it, ja. Ja, aber manchmal, ja, ist das halt scheiße und es packt dich dann doch, weißt du. Wenn du denkst, da würde jetzt ein bisschen mehr was gehen und es geht da nichts und die Leute wollen nur ihre Zeit vertreiben, dann vertreib auch du nur deine Zeit mit den Leuten, ja. Lass die Leute nicht zu sehr an dich heran, ja, auch nicht, wenn du auf Reisen bist. Und komm auch nicht hierhin, wenn du Leute unbedingt lebenslang kennenlernen möchtest oder Freunde fürs Leben finden möchtest oder irgendwas dergleichen, ja. Komm bitte nicht mit diesen Erwartungen hierhin, ja, komm nicht mit den Erwartungen hin. People are so nice, people are super friendly. Komm nicht mit diesen Erwartungen hierhin. Lass die Sachen auf dich zukommen, wenn es schöne Tage sind, dann nimm die schönen Tage mit, aber lass die Leute alle auf Abstand, Mann. Ist ein wichtiger Tipp. Ja, ich musste Lehrgeld zahlen. Ja, und das muss nicht jeder. Also, bis dahin. Es gibt doch einiges zu zeigen irgendwie heute. Ich wollte eigentlich schon längst, sage ich mal, die Aufnahmen für das heutige Video beenden. Aber ja, es gibt vieles, was ich euch zeigen will. Ich zeige euch wahrscheinlich jetzt doch mehr von Downtown, als ich ursprünglich zeigen wollte. Aber egal. Ja, das ist quasi hier, wenn man so möchte. Soll ich jetzt mal sagen Central Park? Komm, ich sag mal Central Park aus Halifax. Dieses kleine Stückchen hier, das ist sehr, sehr zentral gelegen. Wie gesagt, zwei Straßen weiter ist der Hafen. Zwei Straßen drüber ist jetzt der sogenannte, ja, heißt ja sogar hier auch Capitol Hill? Ich weiß es nicht, ich glaube nicht. Aber dort oben ist halt die ursprüngliche Festung von Halifax gewesen. Also quasi die erste richtige Siedlung. Und ja, hier ist jetzt Downtown. Mitten in Downtown. Da vorne ist im Übrigen auch mein Restaurant, kann ich euch auch mal kurz zeigen. Five Fishermen heißt das, wo ich als Koch gerade arbeite. Ich hoffe, ich werde den Job auch noch ein bisschen länger behalten. Ja, also da vorne, das ist mein Restaurant. Aber heute brauche ich den Scheiß auf jeden Fall nicht zu sehen. Ja, und ich werde heute irgendwann mal wahrscheinlich in die Argyle Street gehen, mir dort ein, zwei Bierchen genehmigen, weil ich am Wochenende muss ein bisschen aufpassen hier mit den Bussen, die sind halt sehr laut, weil ich am Wochenende nicht wirklich frei habe. Ich habe Freitag, Samstag, Sonntag Arbeit, das heißt, heute kann ich noch mal ein kleines bisschen mir mehr erlauben, aber am Wochenende selbst wird leider nicht so viel möglich sein. Es ist halt eben die Sache, wenn du als Koch arbeitest, da kannst du dir nicht großartig die Mega-Partys erlauben. Ja, aber okay, ist halt so und
Ich genieße einfach mal heute jetzt meinen freien Tag. Ich bin froh, dass ich wirklich diesen freien Tag habe. Meine Muskeln müssen sich auch mal ausruhen, Mann. Die sind total angeschwollen. Ja, was sollst du machen? Ist halt so. 50 Kilo Hack ist schon übel, wenn du das kneten musst, mein lieber Scholli. Und dann den Rest tragen. Aber okay, Koch sein ist harte Arbeit. Und wie gesagt, man hat jetzt Arbeit und eine Sorge erstmal weniger. Also bis dahin.